Einmal im Leben wollte ich ein richtiges YouTube-Video machen. Also mache ich das jetzt. Ich habe mir etwas gekauft und ich will das jetzt mal auspacken, weil auspacken ist es so eine wichtige Sache. Da kann man darüber sprechen, wie wertvoll doch die Verpackung ist, wie schön die ist, wie großartig die ist, wie einfach man das auspacken kann und was alles dabei ist. Es kommt ja nicht darauf an, was so ein Teil kann. Hauptsache, ich zeige, wie ich es auspacken kann. Das ist doch so ein tolles Ding. So, ich habe mir eine Alarmanlage schicken lassen für 6 €. Das war alles dabei. 3 Sensoren, einen habe ich schon rausgenommen, also 4. Ein Bewegungsmelder, ein Peermelder und hier eine Alarmanlage, die einen solchen Magnetkontakt besitzt, den ich da irgendwo hinmachen kann und wenn der geöffnet wird, dann platzt sie und dann kann ich irgendwas eingeben, damit sie das Maul hält. So, beworben wurde die mit drahtlos. Ich habe schon weggeworfen, was scheiße ist. Eine drahtlose Alarmanlage. Ich habe gedacht, drahtlos mit 4 Sensoren plus dem ganzen Krempel dabei für 6 €. Wie machen die das? Gut, ich habe mir das angesehen. Also drahtlos, hier ist zwar ein Draht dran, aber natürlich, die geht ja nirgendwo hin. Da ist kein Draht dabei. Und wenn ich jetzt hier den Kram auch noch wegwerfe, dann kann ich auch zeigen, dass diese Sensoren, diese Außensensoren, dass die wirklich drahtlos funktionieren. Ich schalte die mal ein. Achtung. So. Und wenn jetzt jemand meine Tür, und für mich war es für die Garage gedacht, öffnet, dann jammert er. Vollkommen drahtlos. Das heißt, es sind Einzelsensoren, die ich an irgendeine Tür machen kann, dass die Tür platzen kann, wenn da jemand die Tür aufmacht, warum auch immer. Und dann kann ich nichts anderes machen, als sie zumachen und der andere Krempel. Sag mal, geht's noch? Drahtlose Alarmanlage zu verkaufen für 6 € und die Leute so zu verarschen? Also bestimmt nicht. So. Aber die Idee war ja da. Ich will ja meine Garagentore absichern, damit ich zu Hause sitzen kann. Und wenn jemand das Garagentor aufmacht, während ich zu Hause bin, bin ich das ja dann nicht in der aller Regel. Dann muss ja da was passieren. Also, wie kann man es denn machen? Ich habe mal hier sowas mitgebracht. Habe gedacht, suche ich mir mal irgendwas aus. Also, gucken wir doch mal. Ich habe mir hier auch noch. Also, das hier ist die mechanische Lösung. Das, was in diesem Drahtlospäckchen drin war, kann ich dann auch hier haben. Allerdings dann drahtgebunden. Da kann ich dann Kabel anschließen und kann die irgendwo hinlegen und kann dann Alarm auslösen. Das nächste war, Kabel ist nicht so mein Ding, ich hätte es gern drahtlos. Sowas hier zum Beispiel, da. Da ist ein kleiner Magnet. Gleiche Prinzip wieder, aber jetzt ist hier ein WLAN-Sender drin. Und jedes Mal, wenn dieser Magnetkontakt, ein Riedrelais da drin, wenn das geschlossen wird, sendet er irgendetwas aus. Da muss ich dann auf meinem Telefon eine Applikation laufen lassen, die das im WLAN empfängt. So, das wird dann erstmal wunderbarerweise nach China geschickt. Und da sitzen dann immer irgendwelche Männlein, die gucken und sagen, ach, beim Rudolf ist die Garage aufgegangen, das darf der wissen und drücken auf den Knöpfchen, dann kommt das zurück zu mir, zu meiner Anwendung auf meinem Datelfon oder sonst was. Und da bekomme ich dann die Mitteilung, Garagentor ist auf. Hab gedacht, geht es eigentlich noch? Bescheuert sowas? Naja, es muss ja auch irgendwo einfacher gehen. Und wir haben ja eine ganze Menge Bastelvorschläge schon gemacht und gehabt. Ich habe mal geguckt, also da gibt es ja wunderschöne Sachen. Es gibt ja solche Sensoren hier, das, was wir hier auf dem Tisch liegen haben. In dieser Größenordnung und hier der Magnet dazu und die arbeiten auf 433 MHz. Kostet der Satz irgendwo so um die 3,50 € oder sowas, gibt es von unterschiedlichen Herstellern. Wichtig 433 MHz. Jetzt sendet dieses Ding in etwas. Einfach so in die Luft, nicht nach China, so weit reichen die ja nicht. Und jetzt muss ich einen Empfänger dafür haben und als Empfänger gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Einmal das hier. Einfach, aber geschmacklos. Der ist sehr breitbandig, das ist also nichts Berühmtes. Die Reichweite
wie er das Signal empfangen kann, das ist sehr gering. Oder es gibt quasi zum gleichen Preis, auch so um die 3,50 Euro, die kosten im Stückzahlen so unter 1 Euro und die hier liegen dann so vielleicht bei 1,50 bei höheren Stückzahlen. Das ist ein super Heterodynempfänger, also ein Überlagerungsempfänger, ein guter Empfänger für die Leute, die von Funktechnik nicht so den großen Durchblick haben. Und der ist empfangsmäßig sehr empfindlich. Da kann man eine externe Antenne anschließen. Diese externe Antenne, hier haben wir sowas schon mal komplett aufgebaut. Das ist einfach so ein Drahtwedel, der geht da drauf. Und damit kommt man durch einige Wände über einige zig Meter und kann das Signal, welches von diesen 433 MHz-Dingern ausgesendet wird, empfangen. Die senden aber nicht nur irgendeinen Träger, die senden auch ein komplexes Protokoll, wo auch ihre ID drin steht. Jeder dieser Sender hat eine eigene Identifikationsnummer, so wie wir in unserem Personalausweis. Die sind also genauso gearscht wie wir, die müssen sich immer identifizieren. Und ja, das wird dann hier empfangen und geht dann hier über eine Datenleitung in einen ESP rein. Dort läuft jetzt ein kleines Programmchen in Python und das guckt sich an, was kommt denn da nun rein für ein Signal und sieht sich das an. So, wie sieht das nun aus? Was habe ich eben gesagt? Python? Naja, war ich beim anderen Beitrag. Das ist natürlich C++. Also, wenn wir hier auf den Monitor gucken, das ist jetzt der Ausgang nicht von dem ESP, sondern das kann man natürlich ganz genauso auch mit einem kleinen Rechner, wie hier zum Beispiel ein Raspberry, ein Zweier reicht vollkommen aus, empfangen. Auch hier hängt oben ein Empfänger dran. Sie sehen wieder die Antenne, die lustige da, ist da angeschlossen, Stromversorgung und die Datenleitung darüber und wird dort dekodiert. So, und wenn wir jetzt da drauf gucken, jetzt schiebe ich mal hier mein Magnetchen hier ran. Da sehen Sie, da tut sich was und ich nehme es wieder weg. Sind geschwätzig, diese Teile. Aus Gründen der Redundanz macht man das. So, jetzt habe ich hier noch ein zweites Teil liegen. Jetzt schiebe ich den mal hier ran, pass mal auf. Und wenn man genau hinguckt, kann man sehen, das ist eine andere ID. Der hat sich also mit einem anderen Ausweis zu erkennen gegeben. Und da haben wir im Grunde genommen jetzt die Möglichkeit, zwischen vielen unterschiedlichen Öffnungen von Türen, Toren, Fenstern oder was auch immer, oder Katzenklappe oder was Sie sich aussehen können, zu unterscheiden. So, jetzt haben wir also den Sender, können wir kaufen, ist ein Klacks. Den Empfänger können wir kaufen, ist ein Klacks. Antenne draufstecken, können wir auch kaufen. Da kostet so eine davon, ich glaube, 10 Cent oder sowas. Also ist auch ein Klacks. Jetzt müssen wir natürlich noch ein Programm dafür haben. Und wenn wir uns das mal ansehen, hier für den Arduino, das habe ich hier auf dem Bildschirm. Da können wir da mal durchgehen. Also am Anfang haben wir erstmal hier das ganze übliche Gerödel, die Definitionsgeschichten und sowas. Da ist also nichts Besonderes, seriell, Switch, Receive, Enable. Also wer das schon mal gemacht hat, der wird das schon tausendmal gesehen haben. So, dann verbindet er sich mit dem WLAN, kommen wir auch gleich noch dazu. Und wo haben wir denn da? So, das, jo, jetzt geht es da unten gleich los. Da sind wir eigentlich schon vorbei. So, wenn er also seinen Sensor da erkannt hat, der ihm was geschickt hat, dann kann er eine Nachricht ausgeben. So, und diese Nachricht, die er dann ausgibt, da kann man sich jetzt ausdenken, was auch immer man will. Es ist überhaupt kein großartiges Problem, dass man dann zum Beispiel über das WLAN, deswegen verbinden mit WLAN, auf dem Raspberry auch noch zusätzlich einen Server laufen lässt, einen Gotify-Server. Den haben wir jetzt hier. So, und da können Sie sehen, da sind also jetzt diese
auf Zugeschichten da passiert. Das vor 2 Minuten, das war das eben. Jetzt machen wir nochmal die Tür zu. Tür ist zu. Auf dem Bildschirm hier auf dem Rechner habe ich es schon und mache sie wieder auf. Da bekomme ich auch meine Meldungen dann eingeblendet als Pop-up. Und jetzt hat er mein Telefon hier das gemerkt, hat ein Diddle-Dim gemacht und mir in die Hand gebrummt. Und Sie sehen oben vor 0 Minuten, Tür ist zu, Tür ist auf. Also das funktioniert auch. Damit habe ich jetzt die Möglichkeit, dass ich das einmal zu Hause mit dem Raspberry als Server, aber es ist nicht so ganz einfach, das darauf zu installieren. Es gibt zwar Anleitungen im Internet, laufen lasse und mir gleichzeitig eine Nachricht schicke, einmal hier auf mein Telefon und natürlich auch, wenn ich irgendwo unterwegs bin, muss ich natürlich einen Port nach außen aufmachen, um, wenn ich auch, was weiß ich, wo anders bin, mitzubekommen, wenn die Kinder mit dem Auto spazieren fahren wollen oder sowas. Sehr wichtig. So, schauen wir nochmal hier auf den Bildschirm. So, da sind wir auf dem nächsten hier. Sehen wir jetzt, wie dieses Protokoll abläuft. Das ist also das, was ich normalerweise dem Gotify-Server schicke und der antwortet mir dann mit dem, was ich geschickt habe, so ein bisschen modifiziert, mit Uhrzeit und Datum noch, um mir damit zu verstehen zu geben, ich habe es verstanden. So, und wenn wir jetzt noch eine Ecke weitergehen, nee, das ist der Screen-Recorder, das ist das, was Sie eben gesehen haben. So sieht das aus auf Gotify.net. Da können Sie die Sachen herunterladen. Übrigens, das, was ich Ihnen eben gezeigt habe, dieses kleine Programm, das können Sie bei uns von der Homepage auf cc2tv herunterladen. Link steht hier in der Beschreibung von diesem entweder Filetstück, wenn Sie ein Einzelthemenanhänger sind, oder auch natürlich in der Sendung ist es auch schon drin. Also eine Alarmanlage, die nicht in China nachfragt, ob Sie eine Mitteilung bekommen dürfen, dass man bei Ihnen das Auto gerade geklaut hat, sondern die direkt im eigenen Haus, auf dem eigenen Server, im Keller, auf dem kleinen Programm, entweder auf dem ESP oder auf dem Raspberry, den ganzen Käse macht und nicht erst um die halbe Welt laufen muss. Und keiner weiß, dass bei Ihnen das Garagentor nachts um 3 Uhr aufgemacht worden ist. Denn wer weiß, vielleicht will ja dieser merkwürdige Präsident da, wenn er jetzt seine Verträge mit China macht, auch wissen, wann ich mein Auto aus der Garage hole. Diese ganze Scheißüberwachung müssen wir nicht haben. Wir können selbst eine Alarmanlage basteln, die autark bei uns ist, im Haus bleibt und keine Daten nach außen gibt.